Möchtest du noch mal husten? Das ist der Teil, den ich noch besser aussprechen kann. Später kommen diese ganzen Erkrankungen, die großartige Namen haben und furchtbar auszusprechen sind. Und dann können wir wieder einen ganzen Outtake darüber machen, dass ich Sachen nicht aussprechen kann. Dann gibt es das systemische Lupus erythematosus. Okay, das wird nochmal schwierig. Und jetzt? Ja. Jetzt muss ich weitermachen. Ja. Haben wir geschickt verbockt, weil das war der Teil, den ich nicht machen wollte und das, was du gerade gemacht hast. Sag Bescheid, ja. Ja, ich schaff das. Das wird eine Katastrophe. Systemische Lupus erythematose. Ich hoffe, das klappt jetzt. Okay. Beauty and the Nerd, gell? Ja. Aber wir sind ja beides Nerd. Nerd. Ja. Nerd, Nerd. Beauty Nerd and the Nerd. Ja. Du weißt, das ist jetzt alles auf Video. Ja. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen mehr jetzt verstanden und wir bedanken euch bei euch. Und wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Das ist der schwierigste Teil für dich, gell? Ja. Alles andere kein Ding. Aber dann gibt es das systemische Lupo. Dann gibt es die systemische Lupus erythematose. Nochmal. Achso, okay. Ich habe gedacht, jetzt habe ich es verbockt. Ja, du hast es auch verbockt, ja. Ja, aber ich habe einfach nochmal neu angefangen. Du hast es auch verbockt mit Myasthenia gravis. Ja. Und dann hast du einfach nochmal neu angefangen. Das wollte ich jetzt auch machen. Hätte ich auch fast geschafft. Wenn du nicht doof geguckt hättest. Ich musste lachen halt. Systemische Lupus erythematose. 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 Ohne systemische R. Lupus er. Wo doch, am Anfang ist ein R. Ja, aber danach nicht mehr. Erythematose. Erythematose. Einfach ablesen. Ich guck ja nicht drauf. Ich gucke ja normalerweise in die Kamera. Ich gebe mir ja Mühe. Wie wir euch in dem vorhergehenden Video schon erklärt haben, ist eine Autoimmunerkrankung eine Erkrankung, bei der unseres Nochmal. Ich kann den ersten Satz nicht sprechen. Ja. Wie wir euch im letzten Video erzählt haben. Nee, ich will das irgendwie anders machen, aber ich weiß noch nicht wie. Ich kann auch nochmal den Satz sagen. Nee, das dauert ja wieder 5 Minuten und dann bin ich ja, oder es klappt halt auf Anhieb und dann kannst du direkt und dann musst du gar nicht schneiden. Ja, dann los. Es gibt nämlich im Thymus und im B-Zellen. Nee. Aha. Ich war so lange im Leerlaufmodus. Nochmal, ey. Nein! ich war so gut. 3, 2, 1. Ich kann mit dem Druck nicht umgehen. Wodurch es zu Krankheitssymptomen kommt. Ich sag es nochmal. Unsere eigenen Körper und Gewebe angreift und zerstört. Ja. Klick. Okay, oder hätte ich mit der Stimme runtergehen müssen? Ich wollte dich überraschen. Ich hab's geschafft. Ja. Nochmal. Okay. Nochmal. Ich weiß jetzt, was kommt. Ich bin drauf gefasst. Nee, jetzt mache ich es anders. Ah. Schon klar. Das muss ja abwechslungsreich bleiben. Gewebezellen angreift. Jetzt habe ich geklickt und es passiert nichts. Okay. Nochmal. Nein. Es hat so gut funktioniert. Wie wir euch in der vorhergehenden Folge schon erklären. Jetzt kannst du nicht mehr, oder was? Contenance. Incontinent. Du bist inkontinent. Das ist was anderes. Das sollten die Zuhörer doch nicht hören, oder? Ich gehe eigentlich stark davon aus, dass du das entweder rausschneidest oder... Ich meine, du entscheidest, was die Zuhörer hören müssen.
Diese Macht, Alex, diese Macht, ja. Ja, die macht mir manchmal Angst, aber das ist in Ordnung.